Wir haben insgesamt 11 Parks eigentlich in den USA, aber keine Angst, wir konzentrieren uns mal auf die 4, die wir in Florida haben, also Busch Gardens, SeaWorld, Aquatica und Discovery Cove. Eigentlich nicht alle in Orlando, drei davon in Orlando und 2 in Busch Gardens. Springen wir gleich los mit SeaWorld. SeaWorld ist so der meistbesuchteste Meerestierpark der Welt, wo sie halt und mit den Familien, den Kindern alle großen Meerestiere der Weltmeere, die Säugetiere, die in oder um die Weltmeere herum leben, halt besichtigen können und wenn sie wollen, halt auch eine ganze Menge zu lernen. Wir haben ja so 3 Hauptelemente bei uns in dem Park, also eine hautnahe Begegnung mit den Tieren, die man überwiegend in anderen Bereichen Floridas oder der Welt halt eben nicht so hautnah erleben kann, lehrreiche Präsentationen und eben diese Shows, die halt natürlich auf Infotainment-Art halt das eine oder andere den Zuhörern dann auch beibringen kann. Eines unserer berühmtesten Bewohner ist natürlich Shamu und das sind also die Orcas, die dort halt zu sehen sind und wer möchte, kann halt sich auch vielleicht in die ersten Reihen hineinsetzen. Würde ich allerdings schon empfehlen, dass man sowas mitnimmt. Ist allerdings nicht nur für die Shows gut, sondern halt in unseren Parks und auch in vielen der anderen Parks in Orlando dreht sich sehr viel um Wasser und man sieht, wenn man da hindurchgeht, halt immer wieder Leute mit Pumpshows, die auf irgendwelcher Water Ride sind. So schön es ist, gelegentlich mal nass zu werden unter der Sonne von Orlando, ist es doch auch ganz gut, mal so einen Pumpshow dabei zu haben, weil man halt nicht dann halt feucht durch den restlichen Park dann hindurchlaufen muss. Also auf jeden Fall einpacken, wenn man nicht vor Ort kommt. So, wir haben natürlich halt auch bei uns in den Parks, in den SeaWorld-Parks steht das nicht im Vordergrund, aber wir haben auch dort verschiedene Achterbahnen und Attractions und Rides hineingebaut. Der Lieblingsachterbahn meines Sohnes ist Manta. Aber nicht jeder mag sowas und nicht jeder muss halt auf eine Achterbahn gehen. Wer beispielsweise lieber die Tiere anschauen, da gibt es halt eben ein riesengroßes Aquarium, wo man die Tiere sehen kann. Und im letzten Moment kann man dann abbiegen und eben nicht auf die Achterbahn einsteigen. So gesehen auch beides möglich. Ja, die Ruzana sprach vorhin schon davon, dass wir halt eine Neuigkeit haben. SeaWorld. Also Antarctica, Empire of the Penguin. Und es gibt 2 Besonderheiten zu dieser Attraktion. Also, dass ich mich hier zum Pinguin mache. Einerseits ist das Ganze mit einer vorgeladenen kleinen Ride gekoppelt, das so magnethaft halt durch den Raum hindurch gleitet und dabei eine Geschichte erzählt. Und die zweite Besonderheit ist eigentlich, dass man anschließend wirklich zu den Pinguinen kommt und mitten in einer Pinguinkolonie steht. Das heißt, nicht mehr getrennt ist durch eine Glaswand, wie so in vielen anderen Aquariums. Und was bedeutet das? Das heißt, es ist da auch 0 Grad warm oder kalt. Das ist halt in Florida, Orlando immer relativ lustig, weil man mit kurzen Hosen, mit T-Shirts durchsteht. Aber eigentlich ist das alles geplant, weil wir können halt die Leute schnell in 5 Minuten wieder aus dem Raum rausbekommen. Weil ansonsten halt die Fahrzeuge hinten wieder neue Leute anliefern. Und ja, die Pinguine haben auch inzwischen gelernt, halt über diese Brüstungen hinweg zu springen. Und von daher müssen wir da halt wirklich ein bisschen zusehen, dass wir die Leute auch dann wieder rauskommen. Allerdings keine Angst, es gibt dann einen weiteren Raum, wo man klassischerweise dann hinter Glas dann noch die Pinguine halt leben kann. Aber es ist wirklich ein Erlebnis, nicht nur die Temperaturen, sondern auch die volle Duftnote der Pinguine halt dort zu erleben. Und dann merkt man eigentlich auch, wie rau das Leben eigentlich da ist, obwohl sie halt dort in dem Moment eigentlich Sommer haben. So, Antarctica auf jeden Fall diese Neuigkeit nicht zu verpassen. Nächstes Jahr gestalten wir den ganzen Bereich vom Shark Encounter um. Dort gibt es eine neue Achterbahn und natürlich neue thematisierte Bereiche für die Haie. Dort wird es eine Achterbahn namens Mako geben, also die längste, höchste und schnellste Achterbahn geben bei der Eröffnung in Orlando. Mal gucken, wie viele Jahre das anhält, bis jemand wieder was Neues baut. Sogenanntes Hypercoaster, wo es wirklich nur um Speed geht und halt um, also keine Loopings, sondern nur über diese Lift Hills zu gehen und halt eben diese etwas Gewichtlosigkeit dann zu spüren, wenn man halt drüber fährt. Also das wird rechtzeitig zum Sommer nächsten Jahres dann eröffnen bei uns. So, auf der anderen Straßenseite bei SeaWorld
haben wir einen Themenpark namens Aquatica. Das ist ein Wasserpark. Da versucht dann immer eigentlich klassischer Wasserpark zu sein, aber das ist eigentlich nicht klassisch, weil es dort halt 42 verschiedene Waterslides gibt, aber halt auch sehr viele Strandbereiche und sehr grün gestaltet, sehr farbenfroh. Ein wichtiges Utensilie, die man einpacken sollte, halt für einen Water Ride, ist halt einfach mal so etwas, wo die Kreditkarten und das Geld halt trocken bleibt. Ich weiß nicht, wie die Dinger offiziell heißen, aber gut, ich halte es nachher mal hoch. Und, auf jeden Fall wichtig, vor allen Dingen als Praktiker, wenn man halt sowas Blödsinniges wie dieses macht hier. Eagles Breakaway Fall. Ich war gerade, komm zurück, vor einer Woche war ich da mit meinem 10-jährigen Sohn, den ich irgendwie falsch erzogen habe, weil er wollte all diese Sachen machen. Ich musste es natürlich mitmachen. Da stellt man sich rein, so über 40 Meter hoch und der Boden wird einem unter die Füße weggezogen nach 3 Sekunden oder sowas. Und dann stürzt man erstmal 15 Meter relativ senkrecht nach unten und dann geht es halt etwas sanfter, aber relativ flott in einen Pool mit einem Splashdown hinein. Naja, mit Verstecken kann man sich durchaus auch mal anstellen für. Ja, vor uns hat eine Dame dann Kehrtwende gemacht und ist wieder die Treppe runtergegangen. Ja. Hat sich das zu lange angeschaut bei den anderen und war es vorbei. So, nochmal auf der anderen Seite von Seabird haben wir Discovery Cove. Hier geht es etwas gemütlicher, geruhsamer, exklusiver zu. Das ist nämlich unser Tierinteraktionspark, wo sie halt in geschützten Bereichen mit Tieren in Interaktion treten kann. Bekannt eigentlich für die Delfin-Interaktion, aber ich persönlich finde, das ist nur ein Element des ganzen Tages. Verkaufen sie es, um Gottes Willen, nicht als Delfin schwimmen, sondern als Gesamterlebnis, weil es gibt, wie, ich habe jetzt nicht die Zeit, alle Bilder zu zeigen, aber viele andere Tiere dort, also Seeotter, es gibt ein Coral Reef, wo man hindurchschnorcheln kann, es gibt ein Hai hinter einer Scheibe, es gibt ein vogelfreies Gehege mit sehr freundlichen Vögeln, wenn man etwas Zuckerwasser hin und fällt. Und das Gesamterlebnis, ein etwas entschleunigter Tag in Orlando, ist eben das, was Discovery Cove ausmacht. So, wir fahren jetzt mal wieder von Orlando weg Richtung Küste. Ehe man zu St. Pete Clearwater kommt, könnte man halt einen Tag in Busch Gardens in Tampa einlegen. Also dort geht es halt eigentlich mehr um Afrika, um die Tierwelt der afrikanischen Serengeti und weiter Baden. Aber hier ist eigentlich auch das, was unsere Parks am meisten ausmacht, wirklich am besten zu sehen. Tiere, Shows und Rides. In Busch Gardens einfach ein bisschen größerer Emphasis, also ein größerer Schwerpunkt. Dankeschön. auf die Rides. Ich war jetzt, wie gesagt, 2 Wochen in den USA, ich kann nicht mehr so viel Deutsch. Und eigentlich sind alle unsere Rides von den Tieren und an der Bewegungsform der Tiere inspiriert. Zum Beispiel hier ein Bild Cheetah Hunt. Da geht es halt auch um Geschwindigkeiten. Das ist keine hohe Achterbahn bis am Anfang, dieses Lift Hill, sondern es geht darum, dass ein Cheetah oder ein Gepard bei der Jagd natürlich schnelle Hacken macht und halt beschleunigt und abbremst halt bei der Jagd. Und genau das macht halt diese Achterbahn auch. Das heißt, sie werden da insgesamt 3-mal beschleunigt und abgebremst. Geht halt sehr flach am Boden entlang, im Großteil der Achterbahn. Und dann eben einfach ein bisschen das Gefühl zu geben, dass man selber wie ein Gepard über die Savanne dann halt irgendetwas hinterher jagt. Ja, auch vor etwa einem halben, gut einem Jahr haben wir halt das höchste freistehende Freefall Tower Nordamerikas eröffnet, namens Falcon's Fury, über 100 Meter hoch. Und wenn man da hochfährt, so langsam, ist es relativ erschreckend, wie weit man sehen kann, wenn man nicht nach unten schaut. Auch das wollte mein 10-Jähriger machen und das habe ich auch jetzt zum ersten Mal im Leben halt mitgemacht. Und wir haben beide gesagt, müssen wir nicht unbedingt nochmal machen. Weil der Clou ist, wenn man oben ankommt, dann wird einem sozusagen die Füße weggezogen, das Ganze klappt nach hinten hoch und man schaut, wenn man die Augen auf hätte, nach unten. Das Ganze, dieser Fall wird verzögert zwischen 2 bis 6 Sekunden, also computergesteuert. Jedes Mal weiß man nicht, wie lange es dauert.
Aber glauben Sie mir, auch die 2,5 Sekunden, die ich hatte, durchaus etwas länger einem vorkommen kann. Ja, und dann geht es los mit, einfach nur mit der Schwerkraft, bis etwa zur Hälfte zum Glück, und dann wird das langsam abgebremst und die Sitze falten dann wieder nach unten, aber das merkt man eigentlich erst, wenn man unten ist. Wie gesagt, deshalb finde ich halt diese Mischung bei uns in den Parks so wunderschön. Nicht jeder muss sowas machen, aber es gibt viele Leute, die das sowas machen wollen. Und deshalb ist man da eigentlich sehr gut für die ganze Familie. Es gibt halt für kleinere Kinder, es gibt solche Sachen, aber es gibt dann eben auch einfach diese ganzen Tierbereiche, die man halt besuchen kann. Eröffnet wird auch was Neues in den Themenpark Busch Gardens nächstes Jahr, das heißt Cobra's Curse. Das ist jetzt nicht ganz so schrecklich, sagt man uns, das ist mehr so eine Familienachterbahn. Es wird allerdings eine Weltneuheit geben, also das ist ein sogenannter Spin Coaster. Das heißt, während Sie halt an den Schienen entlang fahren, wird sich halt der Waggon auch noch drehen. Und die Weltneuheit ist, dass das Ganze kein Lifthill, also so ein Berg hochgezogen wird, sondern man fährt in einen Aufzug hinein und wird dann halt hochgehoben sozusagen, vertikal, und erst oben geht es dann halt richtig los. Mal gespannt, also immer mal was Neues. So, ich zeige Ihnen noch mal kurz ein Video und...